In wie vielen verbastelten Gartenhäuschen, selbstgewählten Refugien der Freizeit, mag jetzt im Sommer das Steckenpferd geritten werden. Hier ein Amateurastronom, der ganz im Stillen das Gartenhaus zur Sternwarte umgebaut hat. Trotz einem Forschungsauftrag von Greenwich sucht er keine Publizität. Selbstgewählte, lustbetonte Freizeitbeschäftigung ist sinnvoll, ohne Applaus von Bewunderern. In ein konisches Gartenhäuschen, Weltraumkapsel nachgebildet, haben sich drei junge Burschen in Kretzenbach seit einer Woche eingeschlossen. Aus Begeisterung für die Mondfahrt wollen sie die Sensationen der Astronauten nochmals eine Woche nachempfinden. Was halten Gleichaltrige davon? Oh, ich finde es ziemlich Stumpfsinn, so zwei Wochen lang einfach drinnen hocken. Wir können Kinos machen in dieser Zeit, habe ich das Gefühl. Lesen wäre besser in dieser Zeit. Im Sommer kommt schon eine bessere Sache, wenn ich gerade drinnen hocke. Es wird 40 Grad in der Raketenattrappe. Das Berieselungswasser dringt durch die Lucke, doch was tut's? Hat man nicht zwei Jahre gebastelt und kann sich nun auf der Gegensprechanlage Okay und Hello Boys zurufen mit Raumanzügen. Wäre die gleiche Bastelei an einem Motorboot oder Heißluftballon zum Beispiel nicht nutzbringender gewesen als an diesem ungastlichen Gartenhäuschen? Ergeben sich brauchbare medizinische Resultate in dieser doch sehr improvisierten Kapsel? Ja, ich finde das eben übertrieben nach der Reklame, die sie gemacht haben für das, oder? Dass sie es genau nachmachen und so. Weder Schwerelosigkeit noch andere Raumprobleme können simuliert werden. Außer der Form erinnert nichts an die Lebensbedingungen der Astronauten, auch nicht die zugeführte Kellerluft. Wir haben ja Kellerluft in der Kapsel. Ja, wir haben Kellerluft. Und zwar, wenn die Temperaturen sehr hoch wären, wie das zum Beispiel jetzt der Fall ist, dass wir kühle Kellerluft können ansaugen können, weil sonst die Temperatur da innen ziemlich hoch werden sollte. Gegen 40 Grad. Also über die Körpertemperatur. Und das werden wir auf keinen Fall vermeiden. Ist euch dieser Publizitätsrummel um das Astronautenexperiment erwünscht? Wir wünschen den Astronauten, die noch eine Woche ausharren, gute Rückkehr zur Erde.